Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Das Gute an dem Mikro ist einfach so, weißt du, dass du weißt, dass du nicht übersteuerst. Du weißt, du hast das jetzt so eingepegelt, dass du auch laut reden kannst. Und alles ist cool. Und gestern haben wir im Livestream einen Winstreak von 10 erreicht. Das heißt, wir sind hier schon langsam, ne, auf den Schlichen oder auf den Fersen. Wie sagt man? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt einfach nur random. Ich muss immer umdenken, weil ich denke mir, oh, wir müssen jetzt Eden starten. Nein, 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 hier gibt es random Streaks. Beziehungsweise, wir kriegen wieder, ich tippe auf Judas. Ich tippe auf Judas. Wobei, ich habe heute... Irgendwie habe ich richtig Bock auf den Streak. Das heißt, wir kriegen jetzt... Ich wollte gerade sagen, Lost oder so. Weißt du, damit wir wieder den Spaß verlieren. Aber nein, hier ist der Sweet. Guck mal, da steht... was? Ich wollte das hier lesen. Da steht Swag. Hier ist der Seed. So. Der Sweet ist Seed. Und es kann sein, dass wir gleich einfach sterben. Es kann einfach sein, Mann. Reroll Rewards. Nein, das mache ich nicht, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir hier? Okay, solche Spinnen, die nicht als super vom Zählen, glaube ich, aber ich will auch nicht einmal getroffen werden. Ich will gar nicht getroffen werden, Mann. Okay, volle Konzentration hier, jetzt den Dicken hier wegmachen, zack, an den vorbei. Schon wieder Judas, ne? Ich komme mir gerade wie ein Idiot vor, ne? Aber hey, wir haben letztes Mal wenigstens, wen haben wir da gespielt? Wir haben Samson gespielt, genau. Wow, abgefahren, ich freue mich richtig. So, da ist eine Batterie, wunderbar. Oh, shit. Das Ding ist halt, manchmal explodieren die auch schneller und was dann? Dann kommst du halt nicht so schnell weg und wo hätte ich mich dann verstecken sollen, hä? Ich frag nur, Mann, ich frag nur. So, wir könnten natürlich die Typen jetzt aufspringen, aber warte mal, wo könnte der Geheimraum sein? Das ist der Supergeheim... Nee, das ist der normale Geheimraum. Ah, okay. Gut, ich dachte nämlich ganz kurz, das ist der Supergeheimraum. So, hier setze ich das noch nicht ein. Nein, 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 hoch. Oh, die Spinne klingt gefährlich, aber ich muss noch gefährlicher klingen. Nein, darf ich nicht. Ich darf meine Stimme nicht so strapazieren in The Binding of Isaac, weil eine Stunde durchreden ist immer schon, ist schon anstrengend, würde ich sagen, ne? Und dann ist meine Stimme meistens im Arsch und ich muss gleich noch ein paar Sachen aufnehmen, ein bisschen vorproduzieren, weil ich ja in Frankfurt bin. Ich darf Dishonored 2 vorher spielen, testen und ich darf sogar Material, was ich da bekomme, also ich bekomme da eine Festplatte mit. Und zeichne da halt ein paar Sachen auf und kann sie euch dann präsentieren. Oh, das wird ein richtig witziges Video, Mann. Das wird ein richtig witziges Video. So, zack, zack. Da werde ich mir richtig viel Mühe geben. Also wartet auf das Dishonored 2 Video. Das wird ein schönes, lustiges, zusammengeschnittenes Spiel, wo ich in eine Rolle schlüpfe. Ich schlüpfe gerne in solche Rollen, wie zum Beispiel in The Forest, weißt du? Gut, ich will unbedingt... Was war im Itemraum eigentlich? Ach ja, dieser scheiß Würfel. Nein, ich spreng nicht. Ich hätte mich da gern durchgesprengt, weißt du, damit ich da nicht irgendwie drum rumgehen muss. Aber gut, machen wir mal nicht auf. Total faul. So, bitte sei ein Schlüssel drin. Geld allein macht nicht glücklich, Mann. Geld allein macht nicht... Ach du heilige Scheiße. Oh, bitte, bitte, bitte nicht. Oh mein Gott, okay, bitte sei da. Oh, gut. Und wir haben ja sogar eine... Oh, ich bin jetzt glücklich. Sehr schön. So. The Devil haben wir hier. Mann, diese Stacheln, die mir kurz Panik bereiten. Was soll dieser Run hier, ey? Ich flippe aus. So, da oben ist eine Batterie. Sehr gut. Wir könnten sogar in den Zacki-Zacki-Raum rein. Wenn jetzt hier... Zeig mal. Oh, das sind schöne Items. Auch die Stopwatch und sowas, ne? Aber ehrlich gesagt, brauche ich sie nicht so unbedingt. Ich brauche das nicht unbedingt, Mann. Ich könnte mir hier was raussprengen. Ja, wenn es reicht, dann hole ich es mir. Oh, Katze bewegt sich. Katze will immer knuddeln in letzter Zeit, weil sie ganz allein ist, wenn ich aufnehme. Sonst konnte sie immer noch Jana nerven. Gut, Katze geht weg. Ah, sehr schön. Gute Idee, Katze. Ach Mist, das ist eine dumme Idee, hier reingehen zu wollen, tun. Aber das weiß man nicht. Kann ja auch ein gutes Item auf einen warten, ne? Das weiß man alles nicht. So, übrigens die Abo-Box, also es scheint zu spinnen, auch Gronk und so, alle beschweren sich, Mr. More Game. Falls ihr Videos verpasst habt, weil dieses Video, wisst ihr ja, kommt um 20 Uhr. Falls ihr aber diejenigen seid, die sagen, hey, du machst nur noch Isaac. Nein, dann schaut mal rein, vielleicht habt ihr da hier und dort ein Video verpasst, ne? Möchte ich nur sagen. Ich mache ja nicht Videos für niemanden hier, für euch, um euch zu unterhalten. Ja. Und ihr guckt das ja, also habt ihr Pech gehabt, also mache ich mehr Videos. So. Okay, auf Wiedersehen. Und das ist wieder ein schöner Start, Mann. Also, irgendwie ist das so ein kleines Judas-Training, ne? Eigentlich müsste ich auch Isaacs Heart-Streaks machen. Einfach jeden Run mit Isaacs Heart, damit ich das hinbekomme und nicht mehr sterbe in einem Streak, wenn ich mit Eden starte. Ah, oh, sind die Tränen klein, Mann. So. Ah, da darf ich nicht rein, schade. Oh, das ist schön, da können wir Gegner ab und zu vergiften. Und dieser Stein sieht doch lecker aus. Da stibitze ich mir mal etwas. So, genau, Samstag bin ich dann auch in Bremen und ich werde dort für Daily Knödel, hat er mich angefragt für seine Webserie, oh, das ist dumm, für seine Webserie bekomme ich eine Rolle, da freue ich mich auch richtig drauf.
Gehe ich da rein? Nee, wahrscheinlich werde ich eh enttäuscht, weil ich dann etwas nicht mitnehmen kann. Ah, ich spring einmal. Ich weiß, zu viel Geld schnapp ich mir da, aber hey. Pandoras Box wäre schon ziemlich nett, Mann. Weißt du, da ich weiß zwar immer noch nicht, was wir auf dieser Ebene bekommen, aber ich glaube, es wird schon ziemlich nett. Und es kann sein, dass sogar hier der Geheimraum ist. Oh, nein. Na, schade, ey. Vielleicht auf der anderen Seite dann. Ah, nee, ich glaube, der ist oben. Okay, schade. Genau gegenüber ist der, aber das bringt mir leider nicht so viel, Mann. Ich will in den Zacki-Zacki-Raum rein. Und vor allen Dingen habe ich auch keine Bombe. Das ist vielleicht auch ein Grund. So, sehr schön. Noch eine Münze. Ist die vielleicht hier im Feuer? Nein? Gut, ich habe schon ehrlich gesagt alles vergessen, was in Dishonored überhaupt abging, ne? Deswegen eigentlich, ja, wir werden im Stream auf jeden Fall Dishonored nochmal durchdaddeln. Upsi. Damit wir vorbereitet sind für Dishonored 2. Das ist ein cooler Sack, ganz ehrlich. Ich glaube, da riskiere ich auch mein Leben jetzt für. Autschi. Das ist viel Leben, was ich riskiert habe, aber dafür bekommen wir auf jeden Fall Bomben gedroppt hier und dort. Und Bomben sind schon ein wichtiges Item, muss ich sagen, Mann. Doch, die sind wichtig, hm? So. Vielleicht sage ich das auch nur, damit die Bomben sich wichtig fühlen, damit sie öfters auftauchen, ne? Aber das tue ich nicht. Vielleicht nur. Nein, nein, mache ich nicht. Keine Sorge. So. Jetzt fehlt mir natürlich eine Münze. Wo kriege ich die denn her? Im Zacke-Zacke-Raum? Da gehe ich, glaube ich, nur rein, wenn wir gleich irgendwie noch Leben dazu bekommen. Hier, das Feuer komme ich noch an. Ah. Und hier ist noch ein Feuer. Ah, Kackhaufen? Auch nicht. Gut, dann lass uns jetzt mal hoffen, dass der Devil Deal etwas Schönes hat. Irgendetwas, was wir mitnehmen können. Was uns aber auch wieder Leben dazu gibt, wie zum Beispiel halt The Pack, The Mark. Abaddon wäre natürlich optimal. So. Komm her. Oder der Sack uns jetzt eine Bombe gibt. Ich weiß gar nicht, wie oft droppt der Sack uns eine Bombe? Gibt das da oder ist es einfach nur random oder eine bestimmte Zahl? Oh, das ist gut, ne? Das gibt uns Leben dazu eigentlich, aber irgendwie will ich das auch nicht mitnehmen. Warte mal, warte mal, warte mal. Das nehme ich mir. Kann ich mir ein blaues Herzchen geben? Lag da noch eine Batterie rum? Ich glaube schon, ne? Okay, nimm das mit. Ich habe es jetzt doch mitgenommen. So. Ah, ich hätte es hier einsetzen müssen, weil dann hätte ich ja... Warte mal, da liegt doch eine Batterie. Gut. Pass auf, denn wir können ja dann über Steine gehen, ne? Das habe ich schon ganz vergessen. Und hier können wir jetzt auch rein. Mache ich das? Ja, ich mache das, aber ich setze The Devil ein. Goathead. Oh, das ist schön. Hätte ich den hier zuerst gefunden, hätte ich sogar, glaube ich, dann wäre ich auf Angel Deals gegangen, Mann. Scheiße. Ah, das weiß ich natürlich nicht, ne? Und in Streaks ist es halt so, dass du da dort das mitnimmst, was dir halt am meisten hilft. Und ich glaube, das würde mir schon ganz gut helfen, weil das ist eine Quelle an Leben, die wir haben, weißt du? Wir können jetzt immer Leben generieren. Naja, wenn das Item voll ist halt, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Okay, und wir kriegen noch einen Schlüssel wieder. Dankeschön. Und haben Goathead bekommen. Das ist optimal gelaufen, Mann. Das ist optimal gelaufen, genau. Setzen wir das auch direkt hier ein. Okay, noch ein blaues Herzchen. Perfekt. Gab es im Shop noch? Nee, im Shop will ich mir dafür... Oh, ich hätte mir das Feuer hier holen können. Warte mal, ich gehe jetzt kurz in den Zacki-Zacki-Raum. Ja, okay, wir haben Leben wieder dazu bekommen. Warte mal. Ich will irgendwie an eine Münze noch kommen. Ich könnte mir raussprengen. Gut, ich mache das. Es fühlt sich schlecht an. Ich werde auch Geld wieder reinpacken, wenn ich jetzt zu viel rausbekomme. Okay, versprochen. So, dass wir immer über 100 bleiben, ne? Immer über 100. Guck mal hier, zack, 100. Ich mach sogar 101, Mann. So großzügig bin ich. Und wir kriegen Bomben und Schlüssel. Ach so. Was? Nein, ich habe das nicht verwechselt mit einer anderen Ebene. Ich dachte nicht, dass wir jetzt ein Item bekommen. Seid ihr bescheuert? Was geht ab, ey? Okay, gut. Scheiße. Sind die Lichterverhältnisse denn gut? Ja, sind gut. Langsam, ne? Herbstwetter, alles immer so düster, dunkel. Ich bekomme immer Kopfschmerzen von diesem Wetter irgendwie, habe ich das Gefühl. Oder ist es was anderes, Mann? Okay, zack. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Au. Verdammt nochmal. Immerhin haben wir jetzt ein paar Poison Shots. Ich habe gerade überlegt, was ich rede. Deswegen, manchmal ziehe ich Wörter lang, dann überlege ich über etwas, was ich rede, aber ich habe da jetzt kein gutes Thema gefunden. Das hole ich mir, glaube ich, gleich, wenn ich vielleicht die Möglichkeit finde, zu fliegen, weißt du? Denn wir haben jetzt Goathead. Im Devil Deal sind schon ein paar sexy Items, mit denen du fliegen kannst. Und deswegen, lass knacken. Hoffentlich bekommen wir ein HP-Upgrade. Und es kann sein, dass wir trotz Goathead hier kein Devil Deal bekommen, wegen dieser Raumform. Oh, mir gefallen meine Tränen. Schöne kleine Kanonenkugeln und sogar eine Stammzelle.
Und Krampus, okay. Habe ich schon mit gerechnet. Ich meine, das ist auch blöd, ne? Man rechnet immer mit ihm, ne? Ich bin jetzt kein weiser Hardy, weil ich sage, oh, der Krampus wird demnächst auftauchen. Und Kohle wieder, nice. Sehr schön. Gut, jetzt heißt es aber die restlichen Räume finden. Genau, da ist noch eine Münze vielleicht für einen Notfall. Und wir haben Curse of the Maze. Ach so, stimmt ja. Hab mich gerade ein bisschen gewundert, warum ich plötzlich hier noch nicht war und so. Ah, eines Tages, Mann, eines Tages. Ich schwöre, ey. Magic Mushroom. Nein. Magic Mushroom. Ja, das ist ein Mushroom, aber nicht der, den ich gesucht habe. Wir könnten ja einen auf den hier machen. Einfach zack und jetzt einfach alles kaputt machen, auch wenn wir Leben verlieren. Uhuhu. Gut, dann halt nicht. Gehen wir halt runter. Hallo? Heieiei. Oh, ab, da wurde ich erwischt. Ich dachte, ich kann mich durchmogeln. Au. Ich spiele schon scheiße. Da kann man ruhig sagen, hey, boah, das ist kacke. Retrovision auch noch. Oh Mann, das ist auch kacke. So sehe ich alles ohne Brille, ey. Vielleicht noch schlimmer sogar. Okay. Nur nicht verpixelt, sondern extrem verschwommen, Mann. Als hätte jemand den gauschen Weißzeichner komplett hochgedreht bei mir. Mein Gehirn. So. Ich hoffe, alle wissen, was der gausche Weichzeichner ist und so. Oder Bewegungsunschärfe, Filter. So, komm her. Und tschüss. Wir kämpfen mit allen Waffen hier. Und das hier nehmen wir zuletzt, weil wir das natürlich aufladen wollen für Herzchen. So. Okay, 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 okay. Curse of the Maze, du willst, dass ich also hier hingehe, ne? Hier ist doch sicherlich der Itemraum. Oder der Shop. Oder beides. Aber was verbirgt sich dann da am Anfang, hä? Beides. Gut, das heißt, du willst, dass ich da nicht hingehe. Was ist dein Geheimnis? Das ist natürlich richtig schön, das zu haben. Oh, ich will aber nicht noch mehr Geld raussprengen, aber das ist more options. Und ich will das haben. Aber vielleicht klären wir auch erstmal den Rest, weil hier haben wir... Ach, der hat den Raum getauscht, Alter. Guck mal, das ist der, der ganz oben links war, hä? Alter. So, das ist ein Herzchen. Okay, warte mal. Wir machen jetzt hier die ganze Scheiße auch kaputt. Ich glaube, Bosswash können wir eh sonst wohin schmeißen. Hinstecken. Da ist eine Münze. Die könnte ich mir öffnen mit... Nein. Das wäre blöd. Was war im Itemraum? Warte mal, was war da drin? Ach ja, das Buch, genau. Oh, weia. Na, vielleicht droppen die noch Geld. Ich meine, ich habe zwei Bomben. Ich könnte im Optimalfall dann die Bomben einsetzen, aber der Automat, ich will ihn halt für wichtige... Oh, jetzt kann ich mir es auf jeden Fall holen. Ich würde ihn gerne für... Ach, für wichtige Situationen voll haben, weißt du? Muss ja jetzt nicht ganz viel Geld sein, aber so ein bisschen. Okay, komm her. Da oben kann auch eine Münze drin sein. Nee, ist es nicht. Okay. Also in diesem Block, meinte ich. Da oben ist noch eine Truhe. Komme ich an die nicht ran? Moment mal, und hier sind überall Kackhäufchen, ne? Vielleicht können wir daraus Gold machen, komm schon. Nein, sieht nicht so aus. Gut, dann schauen wir mal. Oh, yes! Na, ein Sticky Nickel, okay. Einmal den hier einsetzen. Ah, ein bisschen Schaden genommen, ist okay. Gut, wir haben 13 Münzen, das heißt, wir müssen gar nicht mal so viel rausspringen. Guck mal, ne? Ich versuche ja schon, das Beste daraus zu machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt holen wir uns auch noch... Moment mal, da ist doch auch noch eine Münze. Nee, warte, der Raum ist wieder... Jetzt ist er wieder hier. Okay, das ist ein totaler... Hä? Ich wollte die Kugel dahin schießen. Habe ich im Vollflug daneben gelaufen oder so? Netter Pass, Mann, netter Pass. Okay, gut, pass auf. Dann machen wir das folgendermaßen. Einmal das hier sprengen. So, das holen wir uns und den Rest donaten wir einfach mal. Gut, immer ein Geben und Nehmen ist das, ne? Geben und Nehmen. Gut, jetzt haben wir nach den Bosskämpfen immer eine Chance auf gute Items. Mit More Options ist es natürlich richtig sexy, wenn du dann gegen The Fallen kämpfst und dann die Chance hast, zwei Devil Deal Items zu bekommen. Oh yeah, okay. Da oben war genau nur Krampi. Gut, dann let's go. Ich hoffe, ich habe das Beste aus der Ebene rausgeholt. Und ja, weiter geht's nicht, wa? Curse of the Blind. Jetzt sehen wir auch nicht, was wir dort haben. Oh mein Gott. Du bist so ein Spielverderber, Mann. Ich hoffe für dich, dass wir auch Spielverderber sein können und die Dagas-Rune finden, hä? Oh, ein schwarzes Herzchen. Auch cool. So, noch mehr Pilze, die man aufsprengen kann. Und ich werde das, glaube ich, auch machen. Beziehungsweise ich werde dort mein Item einsetzen. Oder nee, die Bomben, wenn wir schon viele bekommen, ne? So, the Moon. Okay. Und the Fool, huh? Interessant, na gut. Das sind natürlich super Items, um raus sich zu porten tun.
Aus dem Bossraum. Boss Rush, meinte ich. Okay. Gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Run wieder super wird, ne? Also das wird easy, Mann. Also mit Randoms können wir auf jeden Fall einen Streak von 100, glaube ich, erreichen, Mann. Okay, gut. Das sind bestimmt richtig geile Items, aber die nehme ich nicht mit. Aber die springe ich. Vielleicht hast du ein bisschen Geld drin, nein? Ein bisschen Kleingeld? Hallöchen, Boss. Tja, vielleicht ist hier ja dieser Runen-Geheimraum. Komm schon. Ich meine, ist der Geheimraum überhaupt da? Das ist auch schon sehr befriedigend. Und... Ah, nun weiß ich jetzt, hier nehme ich mit. Wieso nicht, Mann? Und komm, machen wir dich fertig. So. Naja, Spawn und deine Kollegen, wir müssen Abstand halten, damit Kohle auch gut wirkt. Huh, nicht aber züngeln, nicht züngeln. Züngeln verboten. Oh, da stelle ich mich am liebsten hier hin. Genau, unsere Range ist auch perfekt abgestimmt. Okay. So, ich nehme das rechte Item. Old Bandage. Ist schon kacke. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Demon Baby. Ja. Grüß Gott. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Der Geheimraum ist auf jeden Fall hier drin. Er ist natürlich hier drin. Richtig. Sehr schön. Wäre cool, wenn natürlich da hinten jetzt irgendwie Magic Mushroom gespawnt wäre. So, warte mal. Itemraum. Wo ist der? Oh, da will ich auch hin. Da will ich auch hin. Das ist auch gut. Unendlich Schlüssel auch noch. Ja, das ist natürlich noch... Noch erotischer und Crickets. Hä? Bob's Brain, fuck. Egal, kein Problem, Mann. Kein Problem. Mit Bob kommen wir gut zurecht. Das haben wir schon bewiesen. Hier und dort mal. Ziemlich oft auch, dass wir nicht damit klarkommen, aber es läuft noch. So, guck mal, hier können wir ihn jetzt perfekt nutzen, um den da aufzuspringen. Bam, kein Problem. Ja, wie hätte ich das jetzt ohne Bob's Brain aufbekommen, hä? Gar nicht, richtig. Doch, durch den Bombensack, klar. Aber nicht in diesem Moment jetzt. So, komm, Bob. Und, na gut, dann bewahre ich dich auch für den nächsten Raum. Du willst wohl einen härteren Gegner, wie zum Beispiel die hier. Alle auf einen Spot und... Ja. Es hat schon gut gesessen. So. Okay, danke schön für die Münze. Der Itemraum fehlt immer noch. Hup. Ja, die Pille hole ich mir auf dem Rückweg, falls überhaupt, Mann. Komm, Bob, mach kurz einen Prozess. Dankeschön mit dem Snickers. Ja, die Katze hat heute auf den Teppich gepinkelt und, gekackt. Mann, ey. Oh, und da ich den Teppich eh nicht mochte, weißt du, konnte ich nicht ganz wütend auf sie sein, weil jetzt hatte ich einen Grund, wenigstens noch einen neuen zu kaufen. Natürlich konnte man das säubern, aber sie hat da frisch hingekackt. Ich habe es versucht wegzumachen. Ich dachte, das ist älter oder so. Ich dachte, das ist älter, aber es war noch... Das ist nicht, vielleicht ist der gerade, ne? Also, guten Appetit auf jeden Fall. Monstrous Lunge! Junge! Yes, Mann, da habe ich Bock. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall einen neuen Teppich und ja... Der Tag war aber chaotisch. Es lag ein bisschen an der Katze, aber auch ein bisschen an mir, weil ich einfach zu lange gepennt habe. Keine Ahnung, ich habe es irgendwie gebraucht. So. Okay. Ich habe es irgendwie gebraucht. Die Katze war auch heute schön ruhig morgens und hat auch keinen Stress gemacht. Okay. Immerhin muss ich der Katze danken, dass ich jetzt einen guten Schlafrhythmus habe, ne? Weil früher hatte ich einfach... Bin ich, boah, erst auch 11, 10, 12 Uhr aufgestanden. Und jetzt, dank der Katze, bin ich halt immer schon um 8, 9 Uhr wach. Das ist sehr gut. Das Ding ist halt nur am Anfang. Ganz am Anfang war das so, dass ich halt um 8 Uhr, 9 Uhr geweckt wurde von der Katze. Mein alter Schlafrhythmus aber noch sagte, hey, du musst bis 2, 3 Uhr wach bleiben. Und das war dann immer sehr abgefuckt, ey. Power Pill, okay. Das war extrem abgefuckt und, aber hey. Deswegen danke ich der Katze einfach mal. Aber wäre cool, wenn du jetzt den neuen Teppich vielleicht nicht zuscheißen könntest. Der ist auch dunkler als der andere Teppich. Das heißt also, ich kann noch schlechter sehen, ob du da deine Minen gelegt hast. Ne, Gotti-Bub? So, Depths 1 sind wir. Ob das was mit dem Boss Rush wird, ich weiß ja nicht. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, was dieses Teilchen macht. Da bin ich ganz... Your Rage Grows. Ist das so wie... Ist das echt sowas wie, na, sag an... Was Samsung hat, dieses Bloody Lust oder wie das heißt? Ne, Rage. Ne, warte, wie heißt das Item? Ich hab's vergessen. Was ist hier? Lockdown und... Tears Down. Oh. Üble Sache, Mann. Üble Sache. Muss man mal durchlesen, was dieses Item macht. Was haben wir hier? The Stars. The Moon. The Stars. Ich nehme The Moon mit, weil damit kannst du dich... Also, The Moon, den Geheimraum findest du ja nicht so schnell. Den Itemraum, der versteckt sich ja wenigstens nicht, ne? Oder? Klingt logisch. So, Bobby, ist eigentlich kein Problem, dass wir Bob dabei haben. Wir können uns eh die ganze Zeit heilen, also, ja.
So, und ich muss ja nicht zwangsweise schießen, weil das Demon Baby kann auch den kleinen Schmutz wegmachen. Oh, das war ein bisschen knapp. Den hättest du ruhig treffen können. So, die Münze nehme ich mit, weil wer die Münze nicht ehrt, ist noch eine Münze nicht wert. So, perfekt. Also höre ich wieder Geräusche links. Ich hoffe, keiner bricht ein. Bitte bringen Sie mich noch nicht um. Danke. So. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einsetzen möchte oder erstmal warte auf irgendwie einen besseren Moment. Weißt du, mein Space-Item? Wir haben ja eh gleich das Leben voll, deswegen scheiß drauf. Oh ja, das ist ein guter Moment. Das ist ein sehr guter Moment. Huh. Huda. Oh. Viele von den Typen gespawnt werden. Noch einer, das gibt's doch nicht. Dies ist doch ein schlechter Scherz. Na, komm her. Gut, jetzt können wir wenigstens das einsetzen und bekommen leider noch ein Ei. Das wäre schon noch. Ist das nichts Erlebende? Nein. Schade. Wäre richtig cool, wenn es nichts Erlebende wäre. Weil so müssen wir uns wieder verabschieden vom Boss Rush. Da müssen wir wieder Tschüss sagen. Auf Wiedersehen. Au. So. Genau. Eieiei. Kein Schaden mehr vor Explosion, also von Explosion, das ist gut, aber wir heilen uns halt nicht, ne? Das ist wie Pyromaniac, nur ein bisschen schlechter, wobei der Hut auch ab und zu schießt. Sehr, sehr selten, aber ab und zu schießt er auch, okay. Das ist eine komische Ebene, die mag ich nicht. Das ist alles so weit verstreut. Ich möchte, dass alles auf dem Weg ist, Mann. Ich möchte, dass alles zu mir kommt. So. Blups. Und, Gott, wir brauchen unbedingt gleich irgendwas, was der Tiers Up macht. Das ist ja, das kann doch keiner ab hier. Scheiße. Ach, guck mal hier. Pass auf, da lege ich das hier. Und ich habe jetzt Schutz vor Bob, genau. Ich wusste doch, irgendwie innerlich habe ich mich gefreut auf irgendetwas, aber ich wusste nicht, wieso ich mich sehr über diesen Hut freue, aber jetzt weiß ich's. Weil er mich schützt vor Explosionen. Komm, kriegen wir die 100 wieder voll? Kriegen wir? Ja, die 100 sind voll, das schnappen wir uns. Das hier, ach, schade. Ein Schlüssel auf jeden Fall, damit wir immer schön auf der sicheren Seite sind mit den Schlüsseln, ne, weiß man ja auch nie. Vielleicht ist das der letzte Schlüssel, den wir bekommen, man weiß es nicht. Hup. Ah, die Münze, oh, scheiß drauf. Hier springe ich mal aus irgendeinem Grund, hier auch, vielleicht ist da Geheimraum. Ja, da ist er. Verdammt nochmal, ich hoffe auf den Runenraum, egal. Hallöchen, oh Gott, du bist ein ganz schlimmer Feger. So, ganz schlimmer Finger, sagt man, oder? Nicht Feger. Du bist ein sexy Feger, ein heißer Feger. So, ba-bam. Und ba-bam. Und ba-bam. Sehr gut. Und wir haben Goathead. Das ist einfach so abgefahren. Gut, warte mal. Ich gehe einfach mal so erstmal rein. Und jetzt weiß ich, hey, da ist so ein Typ. Da schnappe ich mir natürlich das hier, weil der droppt uns jetzt natürlich etwas. Und da ist viel Leben zu haben. Ganz gut eigentlich. So, komm her. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Nicht so gierig. Oh ja. Yeah. Du weißt, worauf ich stehe. Und ich schnappe mir dich. Und ausnahmsweise auch freue ich mich über diese Schatten. Let's go. Go, my shadow. Die Frage ist, will ich noch was für Item brauchen? Das haben wir, dies haben wir. Okay, weiter geht's, Mann. Zack, das wird ein easy... Wir haben den Run wieder gewonnen, Mann. Wir haben ihn gewonnen, wir haben es geschafft. Das ist... Also wenn ich jetzt hier noch sterben sollte, wir haben gut Damage. Wir werden auch noch ein paar Items dazu bekommen. Sind ja nicht die letzten Items und ein paar Devil Deals. Wir haben etwas, was uns immer Leben dazu gibt. Wir haben... Das ist... Der Run ist... Warte mal. Boah, ich muss die Schlafzimmertür irgendwie anlehnen, weil das ist richtig gruselig, es war richtig laut gerade. Ah, komm her. Aber ich hoffe, man hört sie nicht in der Aufnahme. Eigentlich habe ich das so eingepegelt, dass man das nicht hören sollte. So. Was war das denn für Musik? Die klingt ja cool. Ach, weil ich getroffen wurde wahrscheinlich. Wurde langgezogen. Oh, ah, egal, dafür haben wir jetzt einen My Shadow-Typen gespawnt, der gestorben ist. Gut. Scheiße. Dieser My Shadow macht ja, dass wenn wir getroffen werden, kommen so kleine schwarze Kreaturen, die ein bisschen Damage... Eigentlich ist es ein gutes Item. Das ist wieder so ein Item, das wir gut mit Samsung, weil mit Samsung, darauf baust du ja auf, dass du Schaden nimmst, weißt du? Nochmal der Moon, okay, scheiß drauf. Wir werden so oder so den Geheimraum finden, das versichere ich dir. Denn ich rieche ihn auf 10 Meter gegen die Uhr. Ja, gegen die Uhr, gegen den Wind, meine ich. Danke, danke. Springe ich mal hier durch. Ja, da geht's weiter. Und wahrscheinlich habe ich gerade den Itemraum übersehen, ne? Nein, okay, diesen hier. Oh. Verlockendes Angebot. Cool wäre jetzt natürlich auch, wenn wir irgendwie... Makes you larger. Wenn wir irgendwie jetzt noch den Arcade Room bekommen, wo wir dann ein bisschen Leben aufs Spiel setzen. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Schattenkreaturen auf einmal gespawnt werden können, aber hey.
Wenn man vom Teufel redet, nicht wahr? Komm her. Wie viele spawnen jetzt von denen? Oh, nehme ich das mit? Warte mal. Wie viel kann ich von den Typen spawnen, ey? Frage ich mich immer noch. Warte mal. Das ist ein Schlüssel. Okay. Ich spreng das mal. Das ist wahrscheinlich der Stein, der Damage hat, ne? Ne, eine goldene Kiste. Okay, das ist gut. Warte mal, ich nehme den Nagel bestimmt gleich wieder mit, weil der ist einfach eine gute Sicherheit, weißt du? Aber ich hätte gerne jetzt richtig viel Leben, was ich mir wiederholen kann, um viel Leben zu opfern, weißt du? Um dann zu gucken, wie viele ich von denen spawnen kann. That's the shizzle, man. Aber ich habe gerade echt viel Pech mit diesen scheiß Dingern hier, die aus dem Boden kommen, wenn man diese Totenköpfe sprengt. Aus dem Boden kommen, ne? Eigentlich kommen die nicht aus dem Boden. Ich zerstöre eigentlich ihr Haus und jetzt... Und dann rächen die sich. Das ist eigentlich die Story von denen. So, oh ja, das nehme ich mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Okay, pass auf. Au. Wie viel haben wir gespawnt? Das ist ein... Haben wir jetzt Fehler oder nicht? Ich gehe jetzt mal ganz kurz... Ach komm, einen können wir noch machen. Okay, nicht an den Stacheln sterben. Das ist ein Maximum von 4, glaube ich, ne? Ich habe es einfach mal gemacht. Bisschen rumexperimentieren, ne? Okay, wir nehmen auf jeden Fall dich wieder mit und suchen jetzt noch den Shop, denn jetzt haben wir ja noch genug Geld. Sehr gut. Ich hoffe, da ist was Gutes. Den Rest spenden wir auf jeden Fall, sodass wir immer über... Oh nein, nicht sterben, ihr Idioten. Da sind Stacheln, da sollt ihr nicht... Oh mein Gott, ja, bye bye, macht's gut, Mann. Ich vermisse euch nicht, wollte ich nur mal kurz sagen. Noch mehr Geld, ich weiß gar nicht, wohin damit. Also, wir finden gleich Restock, das wäre schön. Das würde auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten öffnen. Okay, die Blue Map nehmen wir mit. Gut, das hier, Schlüssel. Emperor-Karte wird mitgenommen, Mann. Scheiß drauf, ey. Oh, damit könnten wir eine Ebene überspringen. Und bitte nimm jetzt mein Geld, Mann. Nimm es und schnapp es dir. Und behalt es auch, spuck es nicht aus. Ja, ist aber blöd, wenn er viel nimmt. Oh, Gott sei Dank nicht. Weil dann muss ich immer die Zeit totschlagen. So, ein Smalltalk mit euch führen. Okay, gut. Ich weiß gar nicht, was ich für Items jetzt haben möchte. Brimstone wäre cool mit Monstrous Lunge, ne? Und wir haben die Chance auf Brimstone auf jeden Fall. Goathead haben wir. Wir haben 3 Devil Deals noch vor uns. Wir haben schon Krampus erledigt. Also die Chance besteht auf jeden Fall, Mann. Also eine sehr hohe Chance. Ah, jetzt habe ich nicht geschossen. Okay, schnappen wir uns das hier. Und... Razor Blade. Ah. Verlockend, ne? Dieser Razor Blade. Komm, wir nehmen mal mit. Machen wir den Run mal spannend. Lass uns den Run mal spannend machen. Oh yeah. Jetzt habe ich nichts mehr, was mich heilt. Puh, erstmal tief durchatmen. So. Au, und wir kriegen das schon direkt auf die Fresse. Wir können jetzt Razor Blade einsetzen. Das ist halt das, was ich mitgenommen habe. Ich mag die Combo. Boom. Vor allem mit diesen sexy Tränen. Gut. Ich muss mal einmal kurz tief durchatmen. Keine Ahnung. Kennt ihr das? Puh. Ne, das war auch nicht befriedigend. Ich will noch besser durchatmen. Okay, jetzt, könnte ich vielleicht mein Space-Item wiederhaben? Danke. Egal, let's go. Einfach nicht mehr getroffen werden, oder? Wie sieht's aus? Wir kriegen bestimmt gleich noch Dark Bomb oder so. Mhm. Zur Not haben wir noch die Emperor-Karte. Alles super, alles tipptopp, Mann. Tipptopp. Aber ich krieg ja keinen Schaden. Genau, beruhig dich, Olli. Alles ist gut. Oh, hallo? Und hallo. Oh, wer hat den da weggeschossen? So. Ja, und die könnt ihr aufspielen. Das gibt auch ein paar blaue Herzchen. Oh nein, jetzt muss ich wieder die Zeit totschlagen, ne? Was geht bei euch? Alles gut? Alles super? Mhm. Schön. Ich habe ein Razorblade jetzt. Und damit kann ich mich immer buffen, wenn ich getroffen werde. Ja. The Sun haben wir. Gut. Ja, habe ich mir schon gedacht. Okay, da ist irgendwo ein blaues Herzchen. Ach so, stimmt ja. Ich habe ja einen Stein getroffen. Gut, wäre schön, wenn wir hier jetzt auch blaue Herzchen bekommen könnten, weil blaue Herzchen sind tatsächlich ganz schön angenehm, auf jeden Fall, zu besitzen. Mhm. What do you want to do today? Go outside. Ich war schon heute. Take your medicine. Choose your own path. Marry and give up. You make mistakes. Achso, schon haben wir alles. Ist die Joker-Karte. Gut, dann scheißen wir auf die Emperor-Karte. Ich will lieber ein extra Devil-Deal. Oh yeah, lieber ein extra Devil-Deal, Mann. Die Kiste lasse ich verschlossen, das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Und... Boom! Wenn wir eintreffen, ist erledigt, Mann. Ah, ist auch nur noch einer. Sehr gut. Den Schlüssel nehme ich mit, auf jeden Fall. Wäre ja blöd, wenn nicht.
So, ich muss mir merken, dass ich keine Angst vor Bobs Brain haben muss. Weil innerlich, ne, mein Instinkt sagt mir, weiche aus. Wo ist der Schlüssel? Da ist er. Bitte, Christoph de Mist, lass mich jetzt zum Boss, okay? Ja, ja, sehr schön. Daddy Longlegs. Boom. So. Und da ist er tot, nice. Okay, was nehme ich hiervon mit? Ich guck mal erstmal rein. Wir haben ja eh, der bleibt ja offen. Dark Bum haben wir bekommen. Ich wusste es doch, Mann. Ich wusste es. Ich würde gern beides mitnehmen, ja. Das Ding ist halt nur, wie machen wir das jetzt? Ich nehme auf jeden Fall das hier mit. Hoffentlich ist es nicht verbuggt. Ist nicht verbuggt. Okay, dann nehme ich das hier mit. Und das hier mit. Okay, let's go. Haben wir hier noch rote Herzchen auf der Ebene? Nein, wir haben keine verdammten roten Herzchen. Okay, gut, das wird dann aber jetzt ein bisschen kritisch, ne, würde ich sagen. Gut, dann müssen wir jetzt irgendwie Ausschau halten nach roten Herzchen, die dann der Dark Bum snacken kann. Am besten wäre natürlich ein super Geheimraum mit ein paar roten Herzchen. Mit ein paar roten Herzchen, ne? So. Aha, schön. Sogar am Zacke-Zacke-Raum ist der. Unendlich Schlüssel haben wir auch. Nice. Keine roten Herzchen. Gleich mal sprengen. Damit wir keine Zeit verschwenden. Ach, komm her jetzt. So, ja, das Geld nehmen wir mit. Money equals power könnte immer noch erscheinen. Okay, blaue Herzchen dazu bekommen. Schön, ich brauche dich gar nicht, Dark Bum. Du kannst auch wieder gehen, ganz ehrlich. So, wo ist der Supergeheimraum oben? Das heißt also, die Chance ist sehr hoch, dass da oben auch der Boss ist. Wir können jetzt fliegen, richtig. Nice. Naja, das sieht voll nach Boss aus, Mann. Das sieht voll nach Boss aus. Boom. Au. Boom. Dankeschön. Oh, da sehe ich was. Oh, ganz ehrlich, darf ich mich hier durchspringen? Ich hasse diesen Raum, Mann. Der ist wirklich... Ich hasse diese Gegner, ey. Ich wünschte, die würden nie existieren, oder... Edmund hätte nie die Idee gehabt, die einzufügen. Ja. Sehr gut, ich muss auch vorproduzieren heute, deswegen, puh, ich muss dann noch eine Folge Isaac aufnehmen, vielleicht sogar zwei, also drei insgesamt. Und die ganze Zeit dann quatschen, das ist schon, das ist crazy. Im Stream kann ich wenigstens so ein bisschen auf euch eingehen, weißt du, dann habt ihr ein paar Fragen und hier muss ich euch jetzt unterhalten und, ja, das Wetter ist auf jeden Fall sehr düster. Habe ich den Supergeheimraum eigentlich aufgesprengt und wie zum Teufel bin ich jetzt hier reingekommen, Mann? Verdammte Scheiße. Habe ich den Supergeheimraum aufgesprengt? War da was? Ich kann mich irgendwie an nichts erinnern. Habe ich bestimmt übersehen, oder? Ich habe ihn übersehen, Mann. Ja. Gut, das heißt, wir gehen also zurück. Hier ist ein goldenes Scherzchen, damit kannst du nichts anfangen, ne? Du brauchst die roten. Dark Bum, du Rassist, du. Nee, da war ich tatsächlich nicht, okay? Keine Ahnung. Und... Ach. Schon lustig, die irgendwie alle beieinander zu haben, weißt du? So auf kurze Leine zu halten. Ich nehme es einfach mal mit, einfach weil es lustig ist. Keine Ahnung. Mega funny ist das. Mega funny. Leider war der Boss nicht hier, aber das hier sieht nach Bossweg aus. Ich glaube, das würde ich zu jedem Weg jetzt sagen. Oh Gott, was ist denn in Counter-Strike passiert? Wie klingen denn die AK und sowas? Genau, das ist mir gerade eingefallen. Vor der Aufnahme habe ich da was gesehen. Holy shit, ey. Weißt du, ich hatte ja schon keinen Bock mehr, Counter-Strike zu spielen, aber die neuen Sounds... Ich meine, man wird sich auf jeden Fall daran gewöhnen, aber... Boah... Ich habe jetzt halt nur keinen Bock mehr, also noch weniger Bock einzusteigen, weißt du? Sonst dachte ich die letzten Tage, ja, da könnte man ja mal anfangen und ein bisschen daddeln. So. Aber, pfui. Ich muss mich dann gewöhnen. Da klingen auch alle Waffen irgendwie ziemlich gleich, ne? Außer diese M4 A1S und... Ansonsten, die AK klingt wie ein Helikopter. Das ist krass, Mann. So. Das tut weh, was? Ich muss jetzt irgendwie im Schatten von Dark Bum stehen, damit ich... Okay, das ist viel Leben, was ich verliere. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich. Gut. Weg. Und hier würde ich so gerne spielen. Es geht aber nicht. Es geht nicht. Ich könnte natürlich doch, es würde immer noch gehen, Mann. Was hat mich da erwischt, Mann? Was hat mich da erwischt? Feuer? Nein, ich bin ausgewichen. Kannst mir nicht erzählen, dass es Feuer war. Ah, Leute, da oben ist noch ein rotes Herzchen. Was macht das denn da oben? Warte mal. Ich könnte jetzt noch ein paar Räume clearen, in der Hoffnung, dass wir dort rote Herzchen gedroppt bekommen oder den Tod finden. Sehr gut, zum Glück kann ich jetzt hier drüber fliegen, Mann. Das wäre sonst... Huh, könnte ich nicht fliegen, ey. Hätten wir ein großes Problem. So... Das ist leider kein rotes Herzchen. Komm schon, gib mir rote Herzchen. Huah! Jetzt, da ist die Hälfte. Und hier ist noch eins. Greif zu, mein Freund. Wunderbar, wunderbar. Vielleicht schaffen wir es noch, genug Herzchen zusammenzubekommen, um da zu spielen. Machen wir mal so. Genau.
Demon Baby, vielen lieben Dank für die Abnahme dieses Gegners. Da gucken wir auch rein, wenn da 3 rote Kisten sind. Oder kann ein Herzchen drin sein, ne? Okay, ist einfach nur Bullshit. Einfach nur totaler Bullshit. So, ich freue mich schon in der Kathedrale. Da werden wir dann die Joker-Karte einsetzen wahrscheinlich. Und dann kriegen wir noch ein Devil Deal. Ja. Na, du kleiner Wurm, du versuchst es noch. Du versuchst dich zu rächen. Ist ja ganz gut, aber... Man sollte aufhören, wenn man weiß, dass man keine Chance hat, was? Warum machst du denn noch Streaks und willst die 100 erreichen, Holy LP? Ich krieg das schon hin, Mann. Okay, pass auf. Ich gehe jetzt erstmal da unten die Räume. Okay, die kläre ich auch noch. Voll kein Bock, aber auf geht's, Mann. Heilige Kacke, sind Bombenebenen riesig. Oh, der droppt auch rote Herzchen, ordentlich. Oder halt ein AP-Upgrade, aber das ist ja ganz gut. Warte mal, ja, das nehmen wir mit. Und dann können wir uns da was schnappen. Oh, oh. Ich überlege gerade, dieses rote Item, was im Devil Deal war, ich kann mir den Namen nicht merken. Es gibt ja ein Gegenstück, und zwar im Angel Deal das Weiße. Das Weiße ist, glaube ich, wenn du dich heilst, oder? Das Rote ist, wenn du Damage bekommst, ne? Das ist ja auch das, was Lilith hat. Genau, wenn du Damage bekommst, dann hast du die Möglichkeit, Bibis zu spawnen. Genau, das würde ja passen. Das würde ja passen, wenn ich mir gleich mein Leben abziehen lasse. Ja, warte mal. Ich nehme auf jeden Fall dich jetzt mal mit. Feed them hate. Feed them hate. Ja, wenn ich getroffen werde, oder nicht? Ah, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ja, klar, das muss es sein. Okay, gut. Ich spreng mal hier. Hier können auch rote Herzchen drin sein. Muss nicht, aber kann. Ist nicht okay. Dann einmal das hier bitte mitnehmen. Dankeschön für das blaue Herzchen. Ich überlege gerade irgendwie. Komm, springen wir noch die hier. Ein blaues... Ah, da, guck mal. Ein blaues Herzchen wir aber jetzt abgefahren. Sehr schön. Außer er spuckt jetzt eine Spinne gleich aus. Nein, komm schon. Nicht, dass du überfüttert wirst und dann Spinnen auskackst. Komm schon. Aber kack nicht auf den Teppich, ja? Cool. So. War hier noch irgendetwas, was du mir zeigen willst? Curse of the Mason? Nein, ich glaube, wir können uns jetzt verziehen. Okay, gut. Und jetzt spielen wir mal Nemi. Hoffentlich ist er kein Gieriger. Komm schon. Hoffentlich kein Gieriger. Hoffentlich kein Gieriger. Go, 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 go. Komm schon, komm schon, komm schon. Es ist kein Gieriger und wir kriegen sogar ein sehr gutes Item. Es hat sich gelohnt, Leute. Es hat sich gelohnt. Let's go. Rein in die Kathedrale. Joker einsetzen. Vielleicht auch nicht. Warte mal. Vielleicht gucken wir erstmal, ob wir ein bisschen blaue Herzchen dazu bekommen. Weil jeder Devil Deal, der da jetzt ist, würde 3 blaue Herzchen kosten. Und dann hätte ich nur noch 1. Das ist nicht gut tatsächlich. So. Ach, das ist cool, wenn man dann am Ende irgendwie aus der Ebene doch noch mehr rausholt, wenn man ein bisschen Geduld beweist. Das ist schon gut, ne? Schon gut. So. Ah, das holen wir uns. Gut, noch ein Stein. Und eine goldene Kiste. Naja, gut, was haben wir hier? The world, I like you. Very much. Take this, please. Okay, gut, wir könnten jetzt Devil Deal mitnehmen, aber ist noch ein bisschen zu unsicher. Ein Tickchen zu unsicher. Ja, gut, Bobby. Oh Gott. Hier ist Succubus abgefahren. Genau. Ja, brauchst mich gar nicht so anschreien, Mann. Brauchst mich gar nicht so anschreien. So, danke schön, danke schön, danke schön. Pass mal auf jetzt hier. Devil Deal, nein, ich warte, bis ich noch ein Herzchen dazu bekomme. Was, wenn es da 2 coole Devil Deal Items gibt? Was machen wir dann? Dann sind wir da und weinen. Das will ich nicht. Ich will nicht weinen. Oh, Holy White ungern. Oh, so viele Füße. Gut. Oh, Steinkiste. Steven. Infamy. Oh, auch schön. Kein... Ach doch, hier, guck mal, und sogar rotes... Okay, jetzt glaube ich, genau, jetzt können wir mal Hallo sagen. Hallöchen! Oh. Ich nehme erstmal beides mit hier. 9 Leben, ist es dein Ernst? Rotten Baby, okay, gut, wir haben 9 Leben dazu bekommen und Rotten Baby, das ist natürlich krass. Go, 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 go. Okay, ich will ihm sogar Leben geben, einfach damit wir halt auch noch einen Begleiter spawnen wegen diesem anderen Item. Komm schon. Gott, ist der gierig. Würdest du jetzt mal bitte? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Warte mal.
Das ist jetzt ein Problem, ein ganz kleines. Warte mal. Ich könnte jetzt natürlich... Aber ich habe nur ein Leben, weißt du? Und deswegen... Aber will ich das echte? Spring... Fuck, ich spreng dich. Du Drecksack, ey. Was machst du für eine Scheiße, Mann? Hättest mir einfach nur was geben können. Jetzt komme ich nicht mal sogar in den Zacke-Zacke-Rom rein, Mann. Jetzt hab ich den Salat, ey. Okay. Zeig mir den Fuß. Weg damit. Deinem Stinkefuß hier. Okay, wir haben jetzt viel Leben verloren, aber das konnte ich mir halt erlauben. Ist halt nur ein Leben, weißt du? Wir müssen jetzt nur ein bisschen strugglen, nicht viel. Bup, bup, bup. Okay. Okay, wir kriegen jetzt eins. Dann kann ich auch rein in den Zacke-Zacke-Ramme. Gib mir ein Herzchen. Was ist hier? Die Leber oder so? Oh. Gott, okay, wir haben PhD anscheinend, holy shit, was haben wir am Tech 10, was haben wir noch für Items, Mann, ich habe Kakao, glaube ich, haben wir Spoonbänder? Wir haben kein Spoonbänder, what the fuck, oh Gott, Kakao, wir haben echt eine beschissene Fire Rate, das habe ich, Mann, was habe ich noch für Items? Okay, Missing, und wir kriegen gleich nochmal andere Items, scheiße, ich habe das Item ganz vergessen. Okay, wir sind auf jeden Fall stark, wir sind auf jeden Fall sehr stark, aber... Dennoch. Oh-oh. Okay. Dark Bum haben wir nicht mehr. Wir können uns hier... Hass... Ach nee, das andere Item haben wir auch nicht mehr. Stimmt ja, Mann. Polaroid-Effekt ist jetzt auch weg, oder wie? Warte mal. Ja, der ist dann auch weg, nicht wahr? Nee, der ist noch da. Aber warte, das ist nicht der Polaroid-Effekt. Das ist ein anderer Effekt, Mann. Ach, Moment mal. Ich habe ja dann auch nicht dieses Rage-Item. Nee, ach, halt die Klappe, ich habe ja Razorblade. Ich dachte ganz kurz, wir. Ah, ich war noch im gestrigen Run. Okay. Und jetzt kriegen wir wieder neue Items. Oh, war ja Missing. Und das macht das Ganze natürlich jetzt ein bisschen spannender. Oh, wir haben eine Transformation. Chest, Spun haben wir bekommen. Nee, Spun-Transformation haben wir bekommen, okay. Okay, nehmen wir alles mit, Mann. Wir haben Nägel. Und wir haben Cursed Eye. Und wir haben wieder eine Transformation. Die, Pilz-Transformation. Okay, puh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Mann. Oh, warte. Nee, Spun haben wir schon, ne? Wegen den... Genau, Spun ist ja, wenn du die Pillen hast. Die Spritzen. Okay, Bumbo haben wir, Hallöchen. Autsch. Eigentlich würde ich mich jetzt gerne woanders hinporten lassen. Mit Cursed Eye. Oh. Angenehm, Warte mal, bin ich Guppy? Nee, ich hab, glaube ich... Ich bin nicht Guppy. Nein. Ich glaube eher, dass wir... dieses andere Item haben. Wie heißt das, Mann? Mulligan. Holy shit, hör auf zu pfeifen. Okay. Ja, hier setzt sich der Tower ein. Irgendwas wird schon treffen. Haben wir besondere Bomben vielleicht? Nein. Okay, keine Kiste. Weiter geht's, Mann. Raise up. Oh, da ist auch schon der Boss. Okay, wir können den Run einfach easy peasy beenden. I like it. Gut, dass neun Leben bleibt, ey. Okay, Bombo noch. Komm schon. Mach mit. Oh, das ist ein Rennen hier zwischen den beiden und... Okay. So, auf geht's, Mann. Hoha. Aber dafür machen wir jetzt ordentlich Damage. Guckt euch das mal an. Heilige Scheiße. Okay. Interessante Träne. Kurz Panik bekommen vom Missing No. Aber wir haben es wieder geschafft, Leute. Das war wieder ein Judas Run. Und wir sind bei 21, ne? Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die nächste Folge wird Lost oder Keeper. Irgendwas Spannendes. Auch wenn ich meinen Streak da verliere, ne? Ich will ihn eigentlich nicht verlieren. Aber dennoch, Mann. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Harley. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt und werdet noch einen schönen Tag haben. Tschüss.